Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in den Hallen von Irdorath und möchten gerne den Endgegner hier auf den Zahn fühlen. Zuvor werde ich da oben noch kurz mal ein Sprünglein raufschauen. Oh, schau mal, da ist ja noch was. Schau und Schamane. Huch, so. Katschanga. Und ein Warg. Perfekt. Gut, dass wir raufgelaufen sind. Die hätte ich sonst ganz schön übersehen. Und das wäre schade. So. Hier fertig. Geht's da drüben auch rauf? Nein. Gut, passt. Waren nur die beiden. So, wir begeben uns heute ins Innere. Diese, ja. Eigentlich Höhle. Von der großen Höhle davor in eine kleinere sozusagen und wurschteln uns zum Gegner vor. Boah, schön unheimlich hier, oder? So, gibt es hier irgendwas für uns? Ja, ein paar Pilze gibt es noch, sehr schön. Immer schön her damit. Auf dem Schiff haben wir auch einen Alchemietisch, also für den Fall der Fälle, dass uns mal ein bisschen die Vorräte ausgehen sollten. Können wir dort dann nach Belieben was nachproduzieren. Da ist nichts. Okay. Hier sind noch ein paar Pilze. Und so. Und perfekt. Halt, war da noch was? Nein, das sah nur so komisch aus. Aha. Aha, da ist auch schon wieder ein Troll, ne? Oh, Schamane. Und sehr viele Orks. Ich hau da mal ein bisschen ab. Damit nicht alle Orks auf einmal kommen. Die hier reichen mir schon. Katschanga. Komm. Aha, sind doch alle. Ja. Komm, Katschanga. Ja, ist schon gut. Wenn da mal einer sterben wird, sehr schön. Wow. Hier aufhören. Katschanga. Ja, das überlebe ich gar nicht. Nein. Das muss ich anders angehen. Anders. Und ich habe natürlich nicht gespeichert, ne? So wie es sich gehört. Brav. Ganz brav. Nicht. Scheibe. Mist, verdammt. Jetzt muss ich die darum nochmal besiegen. Boah, das sind aber ganz schön viele, ne? Ist tut das Not? Müssen das so viele sein, bitte? Geh scheiße, echt. So richtig schön fail wieder zu Beginn. Juhu! Das wird mir leider des Öfteren noch passieren. So. Schön ausluden. Ja. Das ist die Waffe, die sich da nach unten bewegt. So, her damit. Scheibenkleister, ne? Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es gleich so viele Orks sein tun. Übel, ganz übel. Ach ja, was soll's. Ist halt wieder auch für mich ein bisschen Learning by Doing. Aber wenn es so viele Orks sind, ne? Wenn es Krieger wären, wäre es wurscht. Aber die Elite macht halt Schaden. Das ist das Problem. So. Schön Butlerfleisch sammeln. Dann hier speichern gleich. Gleich hier hin. So ist fein. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ganz langsam. Ist bitte nur ein paar. Nee, kommen trotzdem alle. Kommen trotzdem alle. Wenn wir Glück haben, sind wir schnell genug beim Weglaufen, dass nur eine Hand vorkommt. Ja, ein paar drehen wirklich um. Das ist schön. Katschanga. Du bist dagegen. Ja, hörst du auf? Arschkopf. Passt, der ist auch erledigt. Genau das war mein Plan. Nichts zu plündern. Und bei dir? Ja, wenigstens ein Trank. Gut, sind wir schon zufrieden. So, das tun wir wieder speichern. So. Hier hin. Passt und weiter geht's.
Na, Servus Kaiser, ne? Habe ich wieder schön den Part da unnötig in die Länge gezogen. Hallo, wieder vorsichtig ranschleichen. Passt. So, kurz stehen bleiben. Warten. Aha, da kommt auch ein Schamane mit. Lol, da ist nur einer übergeblieben. Okay. Nein, es war wurscht. Katschanga, komm. Stirb weg. Jawohl. Passt, sind wir zufrieden. Her mit dem Zeug. Ist ein bisschen mühselig, ich weiß. Aber was soll man machen? Ihr seht ja, wenn alle auf einmal dahergestürmt kommen, dann ist es unser sicherer Tod. Und so immerhin, ne? Kommen wir langsam an unser Ziel. Hallo? Ja? Da tun wir wieder laufen. Ich grüße jetzt mal hier um die Ecke. Na, Elite? Katschanga. Okay. Ja, das geht. Komm, Elite, stirb weg mal. Dann halt du zuerst. Lepata Shami, ey. Katschanga. Was? Der erste ist hin. Der zweite ist hin. Und die Elite ist gleich hin. So. Was? Sehr schön. So, her mit deinem Zeug. Da hat er sogar ein Fell, was uns nichts mehr bringt, da wir es nicht mehr verkaufen können. Grrr. Aber naja, was so ist. Halt, was ist da? Eine Waffe und so? Nein, nix. Hast du sonst irgendwas? Nein. Gut, wir sind schon ziemlich angeschlagen. Boah, ich will die Tränke nicht trinken. Nein, mir ist es lieber, dass ich schneide. Und zwar, ich werde, wenn ich so angeschlagen bin, laufe ich gern zum Schiff zurück und werde mich heilen lassen. Und dann hören wir uns wieder, wenn ich da bin, würde ich vorschlagen. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder geschneuzt, gestriegelt und erfrischt und gehen auch gleich weiter. Wow. Okay. Was ist jetzt Fleisch, die... Wargs da drin. Moment einmal. Zuerst der Warg. Der muss weg und jetzt gehst du drauf. Warum auch immer der Warg den jetzt angegriffen hat. Das werden wir so wahrscheinlich gar nicht rausfinden. Ich merke auch. Ich muss unbedingt Licht machen. Was ist denn mit dem, was ist denn mit dem Feuer los? Das hört sich an, als wenn da ein Hochofen wäre. Alter. So, her mit dem Zeug. So, ein orkische Kriegsdingens-Schwert. Ah, da drüben ist auch ein Wag. Macht jetzt aber dabei nichts. Denn wir werden hier looten. Boah, jetzt denkst du, die haben feinsten Schinken, ne? Die Orks. Also Belia schaut schon schön auf sie. Aha. Das Licht hat sie angezogen. Höchstwahrscheinlich. Ah, es sind zum Glück nur zwei. Passt. Bam, zack, brack, boom. Und aus ist mit dir, Mistviech. So, her mit dem Zeug. Aber das Feuer ist mir echt nicht wurscht. Da denkst du, bist in einem Hochofen oder so. Oder beim Hochofen. Da ist ein Troll. Das ist mir auch nicht gerade lieb. Boah, zuerst der Warg. Zuerst muss der Warg weg. Dann gehen wir den Troll an. Passt. So. Da liegt Brot, ja. Es hört sich eh so an, als wenn sie frisch Brot gebacken hätten. So, da tun wir schnell speichern.
Weil wir waren jetzt brav. Da ist jetzt ordentlich was weitergegangen. Also. Hallo, Herr Troll. Ein Höhlentroll. Ich hoffe, jetzt schlagen. Arschgeige. Jetzt hätte ich schon noch einmal treffen können, Belias Klaue. Wirklich. Weg mit dir. Passt. Ja, mit deinem Zeugs. Oh, da liegt ja auch noch was. Was haben die denn hier noch? Wein? Boah, ne? Freilich, oder? Leben hier wie die Könige und die Maden im Speck. Ist das denn erlaubt, sowas? So, gehen wir zuerst hin. Jetzt gibt es zwei Wege. Ich möchte gern... Oh, zuerst darauf schauen. Alter, das hört sich an. Wenn da eine U-Bahn oder ein Zug vorbeifahren würde. Das ist wie... Das ist das Feuer, ne? Bei mir könnt ihr keinen Zug hören. Der ist Meilen, also Kilometer weit weg. Halt. Kuckuck. Ihr Trotteln. Hallo. Wie die Vollidioten. Hallo. Dann halt so. Komm, sterben. Wow, drei sind schon. Vier. Okay, vier sind zu viel. Wow. Stufe aufgestiegen. Schön. Sagte ich, vier sind zu viel? Nein, vier sind genau richtig. Schön, Stufe aufgestiegen, meine Lieben. Wir waren wieder fleißig. Haben wir uns redlich verdient. Boah, ich weiß immer... Wow, da ist ein Schlüssel. Ich weiß immer noch nicht, was wir entwickeln sollen. Ah, das waren Kriegselite, ne? Orkischer Oberst. Aha. Okay. Ah, stimmt. Oha, war da nicht... Den Schlüssel... Ja. Der Schlüssel wird uns noch von Nutzen sein. Ich habe vergessen, aber wofür. Entweder hat er uns... Wow. Was ist das? Entweder hat er uns... Das ist ein Geheimgang. Ich will den gar nicht aufmachen. Ist da nicht ein Schalter? Nein. Oh doch. Die bringt es ja irgendwie nichts. Und hier? Wahrscheinlich die richtige Reihenfolge, oder was? Keine Ahnung. Wie die geht. Oder wie das geht. Ich glaube... keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein bisschen für später. Oh, warte, was hängt hier denn rum? Ein Skelett. Na schön. Ich glaube, das ist aber tatsächlich für später. Da war ich jetzt gerade wieder zu voreilig. Entschuldigung. Drachenwurzel. Schön. Für den Fall, dass wir noch einen oder viele Stärketränke brauen müssen. Schön. Passt, da sind wir fertig. Ich bin schon wieder angeschlagen, ich weiß. Ich gönne mir jetzt ein paar kleine Tränke. So, von denen haben wir ja noch ein bisschen was. Und das Essen können wir ja auch verbrauchen. Weißt du was? Ich stürze mich gleich übers Fleisch. So, dauert jetzt nur 12 Jahre. Aber das kriegen wir schon hin. So. Passt. Wow, ne? So. Passt, das reicht schon mal. So, sind wir, glaube ich, fast voll. Schön speichern. Und weiter. Aha, das Licht ist auch aus. Boah, das Feuer, ne? So, dann stranzen wir hier rein. Schaut, da ist sogar eine Bank. Was? Ich höre Stimmen. Ist das jetzt so klug, hier in eine Tür reinzuschauen? Halt, wer bist du? Pedro? Nee, oder? Du Verräter. Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Bei uns Söldnern haben viele ihre Seele an Belia verkauft und trotzdem verspüre ich oft Skrupel, sie einfach abzuschlachten. Aber du, Drecksau, bist eine Ausnahme. Ich sollte dich gleich hier töten.
Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Könnte die Stimme Belias gewesen sein. Nenn mir einen Grund, warum ich dir glauben soll. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Na dann, raus mit der Sprache. Was? Nein, erzähl, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? Ja, können wir machen. Folge mir, ich bring dich zu meinem Schiff. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch eine Finte ist. Aber ich bin halt ein guter Mensch. Ich glaube immer an das Gute, also in den Menschen. Außer es ist so ein Typ, der einfach einem nur permanent auf den Schädel kacken will. Der hat dann bei mir ausgeschissen. Wow, noch eine schwarze Perle. Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wofür man das Klumpert braucht. Wahrscheinlich ist es gar kein Klumpert, wahrscheinlich ist es was höchst Wertvolles. Und ich bin einfach nur so unhöflich und bezeichne es als nichts bringendes irgendwas. Wow, das ist voll die Lagerkammer hier. Ich freue mich wirklich, weil Tränke ohne Ende ist zu viel gesagt, aber sehr viele verschiedene Tränke. Und ich sehe insgesamt schon mal 3 Truhen. 2 davon ohne. Ja, okay, ohne Schloss. Das sind halt wieder mal so quasi fast Blindgänger und so. Da ist der nächste. Aber die verschlossene, die könnte was Wertvolles haben. Ja gut, 100 Gold sind wir auch nicht abgeneigt. Wobei das hier eigentlich gar nichts mehr bringt, oder? Wir dürfen nicht mehr zurück. Dann schauen wir mal. Alter, mit Anhieb richtig. Also da habe ich mir jetzt echt ein Sternchen verdient, oder? Schön, aber halt auch nicht unbedingt was Wertvolles jetzt. Ist das ein Grabstein? Schaut irgendwie komisch aus. Na fein. Das heißt, ich muss mit dem Lackel jetzt wieder zurück zum Schiff hatschen, ne? Na, großartig. Dann würde ich sagen, wenn wir es erfolgreich geschafft haben, Pedro zu befragen, dann werde ich den Part beenden. Wir starten einfach wieder dort, wo wir die 4 Orks, also die 3 Elite und den Oberst besiegt haben. Dort starten wir dann wieder im nächsten Part und schauen mal, wie es weitergeht. Ja. Boah, das ist echt unheimlich da, ne? Diese komischen Laute, wie da ist ein Ork. 2 Orks? Wo kommt denn ihr Watschka jetzt her? Das kann ja nicht sein. Ich habe da alles sauber gemacht. Es ist auch keine Stufe aufgestiegen da gewesen. Aber hoffentlich haben die jetzt nichts mit dem Schiff angestellt. Stirb weg, Bastard. Überraschung, kann man sagen, ne? Aber ich glaube, mich jetzt wieder erinnern zu können, dass es tatsächlich Angriffe aufs Schiff gab. Ja, ist es soweit, ne? Und Torloff geht schon ran. Torloff, das sind meine Punkte. Passt. Alter, gab es echt einen Angriff? War das jetzt wirklich diese Sau? Na, Pedro ist da. Da sind wir. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Die anderen machen den Bock schon platt. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Warte mal, ich habe genug gehört. Nein, lass uns mal.
angegriffen wird, glaube ich, eh niemand. Ne, die sind ganz ruhig. Wie war das? Doch, tatsächlich. Wow, wir haben die Punkte bekommen. Geil. Wie war es mit dem orkischen Oberst? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie ja, auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Ja eben, das wundert mich auch gerade. Die Orks sind nicht besonders helle, ne? Aber falls es dich tröstet, dieser dreckige Oberst ist hin. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Ach, schön. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser gottverdammten Insel rum? Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Na toll. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Och, Dracheneier. Ich habe nicht sehr viel mit in meiner Zelle. Aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Scheiße. Wie komme ich ins Innere der Insel? Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Mhm. Die Reihenfolge bitte. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber also genau links, weiß ich das nicht mehr. Toll. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Aha, okay. Ich habe genug gehört. Ich danke dir. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ja. Ich werde für dich beten. Danke. Hi, Torloff. Was war los? Alles ruhig? Alles ruhig? Wenn diese elenden Orks bloß bleiben, wo sie sind, sehe ich kein Problem. Aha, okay. Das war ja kurz und schmerzlos. Fein, nachdem wir schon mal hier sind, werde ich dann auch gleich pennen gehen. Wo rennst du hin, Gorn? Ich war ganz nervös, weil jetzt die Orks da waren, ne? Ich werde dann auch gleich hier pennen gehen, auch wenn es nicht unbedingt vonnöten ist. Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Danke, dann hilf mir. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. Echt? Geilo. Tja, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ha. Ja, passt. Ist mir lieb. Wow. Ist mir ganz lieb. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.